Guten Morgen, Leute. Ich bin gerade am Start. Ich überrasche nämlich heute den lieben Jan. Er hatte Geburtstag vor einer Woche und ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass er eventuell schon ein bisschen gecheckt hat, dass ich kommen wollte. Warum auch immer. Ich fahre jetzt 5,5 Stunden nach Mannheim. Love it. Und packe jetzt gerade meine Sachen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie lange ich bleibe. Ich glaube, ich muss Montag spätestens wieder hier sein. Deswegen, yes. Akku neu aufgeladen. Ich habe jetzt hier meinen kleinen Koffer gepackt. Ich habe jetzt einfach für 2 Tage gepackt. Wer weiß, wie lange ich jetzt da bleibe. Ich entscheide spontan. Ich muss eigentlich für ein Pleasant wieder zurück. Ich habe schon wieder das Erlebnis, um auf kleinen Handtüchern so zu schaben. Deswegen haben wir eben da, ja, seht ihr, einen kleinen Dentastick hingelegt. Aber ich gerade schon wieder richtig gemerkt, also immer wenn der Koffer rausgerollt wird, dann wird ist er voll so, ja, er weiß einfach, wann jemand geht. Hier habe ich jetzt meinen Laptop dabei. Ich liebe diese Laptop-Tasche, weil die kann man. Schaut mal. Träger drum machen, seht ihr das? Das ist einfach so krass praktisch. Dann muss der nicht in den Koffer. Ja, und ihr habt den trotzdem dabei. Meine Vlogkamera ist dabei, was zu trinken und so. Das mache ich den lieber hier rein. Also theoretisch würde eine mini kleine Flasche in den Rucksack auch reinpassen, aber nicht mit den ganzen anderen Sachen, die ich mitnehmen will. Ich habe seit langem mal wieder ein hochgeschlossenes, gestrepptes Oberteil an und ich fühle es gerade irgendwie nicht ganz so. Ich habe eine Periode bekommen, weswegen ich eine lockere Hose anziehen wollte, weswegen ich hier diese ja, so Karotten-Cord-Hose anhabe von Asos. Seht ihr? Ne, seht ihr nicht. Naja, egal, auf jeden Fall so eine Hose. Die Jacke wird leider nicht mehr restocken, also Jacken sind ja immer so das It-Piece und ich hoffe einfach, die nächste kommt auch so krass gut an, weil das hat uns einfach so krass bestätigt. Also ich ziehe entweder die an, wo ich weiß nicht, ob mir das gerade zu viel ist mit den Streifen. Ich finde die Streifen irgendwie nicht. Was ist das? Die geht wenigstens bei meinem Po. Da fühle ich mich ein bisschen wohl. Aber ich habe sonst noch eine neue. Nur ich vlogge jetzt und muss eigentlich jetzt in 3 Minuten. Perfekt. Oder ich ziehe die hier an. Die geht aber nicht über meinem Po. Aber ich ziehe jetzt mal kurz meine Boots an. Ach, Mano. Nee, ich ziehe die an. Weil ich habe noch eine Sweaterjacke dabei, falls es kälter wird. Und dann kann ich das hier viel besser übereinander ziehen. So, it's a look. We will go now. Außerdem habe ich ja schon eine Maske. Ne, ich gehe jetzt nochmal schnell pipi und dann geht's los. 4,5 Stunden oder 5 Stunden Zugfahrt. Okay, also meine Kontaktperson hat mir gerade gesagt, dass Jan das an. Und ich frage mich, wie das sein kann. Okay, da kommt mein Zug. Ich frage mich, wie das sein kann, weil... Also ich kann sowas gut verstecken. Warum? Manu, ich ärgere mich gerade so. So sehr. Die Zugfahrt hätte ein wenig besser werden können. Meine Kontaktlinse hat irgendwas in sich gehabt, weswegen ich sie noch entfernen musste. Und dann bin ich erst auf Klo gegangen und dann wieder zurück. Und das ist nicht weggegangen. Und das ist mit Maske und dem ganzen Stuff alles so ein Krampf. Dann musste ich meinen Koffer runterholen, musste mir nochmal meine Kontaktlinse rausnehmen. Alles super irgendwie unhygienisch vom Feeling. Ah, es war aber egal. Ich habe es irgendwann gemeistert. Und tatsächlich hat John es wirklich gewusst. Es ist wirklich ein richtiger Witz. Er hat es halt gemerkt. Er hat mir jetzt gesagt, wo ich hin muss. Ich werde ihn jetzt suchen, aber immerhin habe ich jetzt einen Abholdienst. Ich weiß überhaupt nicht, wohin. But I will schaffen. Ja, first time in Mannheim. I made it. Das regt mich so auf. Ich wäre so gerne so ein Gast, den man nicht erwartet, Mann. Meine zweite Angst ist jetzt, dass er denkt, dass ich so eine Woche bleibe, aber ich habe einfach keine Zeit. I got him! Ich hab den Gepäck genommen. Oh mein Gott, hello, hello! What a service! Birthday Boy! Hello! Hässlich wie ihr und ihr kleiner Ratte. Oh, aber du hast ein schönes Outfit an, ausnahmsweise mal. Ich hab ein was? Ein schönes Outfit an. Dankeschön. Kleine Wühltischmaus. Ich war reduziert. Oh, Alter! Hallo! Hello. Ich geb John jetzt sein Geschenk. Oh, perfekt. Oh. Ich gebe John jetzt ein Geschenk. Ich habe nicht mal erzählt, was ich schenke. Hast du nicht? Okay. Sorry, wenn du willst, ich gebe dir meinen Schlaf. Aber hier bist du ab dir. Ach, Quatsch. Reicht? Ja, natürlich. Aber danke. So, du hast, du hast gerade davon geredet. Deswegen ist es noch dummer. Hä? Ich check's nicht. Das ist nicht das, was die Tüte sagt. Ja. Oh, Konfetti. Ich hab's nicht eingepackt, deswegen muss ich das da drüber legen. Ich kann nicht mit dir warten. Okay. Warte, das ist irgendwas Peinliches wegen meiner Mama. Nein, das ist nichts Peinliches. Sie hält sie so. Nein! Auf dem Video sie so. Sie packt
Vielen Dank. Hey, chill, alles gut. Du kannst auch Stargast sein. Geil! Sonny, die werden wir direkt benutzen. Ich schwöre. Ich habe dir drei verschiedene geholt, damit du von allem was hast. Ja, aber guck mal, die, das war die, die ich dir geschickt habe. Die kann aber keinen Blitz. Okay. Aber die macht im Tageslicht gute Bilder. Die kann blitzen und die ist für unter Wasser auch gut. Sonny. Das ist doch super. Boah, hast du die? Oh, ich hab sie. Leute, wir sind jetzt gerade auf einer Geheimmission. Und zwar müsst ihr wissen, eine Fanpage von mir, Ordinary Loops, hatte Geburtstag. Und auch eine Fanpage von John, um ehrlich zu sein. Eigentlich hatte ich auch Geburtstag. Warte mal, das ist eigentlich das auch wissen für die Leute doch. Bist du doof? Hallo, ich hatte auch Geburtstag. Ja, okay. Okay, auf jeden Fall hatte sie Geburtstag und eine andere Fanpage von mir, Luisa Loops, ist mit einer Ex-Fanpage von mir bei Ordinary Loops. Ja, Ex-Fanpage. Shame on you. Und ich, was soll ich jetzt sagen? Achso, genau. Und wir, die haben mir so eine Adresse geschickt, wo die beim Bowlen sind und meinten so, ja, wenn du eh in der Nähe bist, weil die wohnen halt in der Nähe von Jan, wenn du eh in der Nähe bist, vielleicht habt ihr Bock vorbeizukommen und so. Und ich muss sagen, ich habe das erst viel zu spät gesehen und als ich gucken wollte gerade, war die Nacht wieder zurückgezogen, weil ich glaube, ein bisschen geschämt und so. Die dachten sich wahrscheinlich so niemals. Genau, aber Jan hat mal Ordinary Loose was verlost, deswegen haben wir ihre Adresse. Und wir fahren jetzt einfach auf gut Glück zu ihr. Und wir hoffen, ich habe gerade die Story gestalkt. So vor 47 Minuten waren die einfach noch in, beim Bowlen. Obwohl die eigentlich schon um 8 angefangen haben zu bowlen. Jetzt ist es 22.12 Uhr. Krass. Ja, eigentlich ist es gar nicht so lang. 2 Stunden. Ja, aber dann bestimmt hören die jetzt aber auf, oder? Man bowlt doch nicht länger als 2 Stunden. Stimmt, der Satz ist doch auch immer 2 Stunden. Ist mal 2 Stunden. Ey, was ist, wenn die im Club feiern gehen, weil die jetzt 18 sind? Nein, oder? Stell mal vor, wir verbringen den Tag mit Abend mit ihren Eltern. Wir machen so ein Foto und leider das lustig. Ich weiß doch gar nicht, sollen wir dann da klingeln? Aber ja, oder? Ja, doch, die Eltern warten doch auch bestimmt, doch, bis sie nach Hause kommen. So. Aber meinst du, die Eltern kennen dich? Ich sag dann einfach. Das ist so unangenehm. Du so, hi. Oh, vielleicht erwischen wir sie auch. Das wäre mein Lieblings. Weißt du, wenn die gerade nach Hause kommen und wir steigen sie aus dem Auto. Das wäre perfekt. Das wäre so perfekt. Wir sind jetzt leider natürlich nicht da. Wir haben jetzt auf die Treppe als Geburtstagsgeschenk 3 Klopfer eingelegt. Und 3 nehmen wir wieder mit. Es war schön mit euch. So, Leute, es hat sich eine Wendung ergeben. Wir sind zum Auto gerannt. Und dann haben wir auf einmal, ja, Alicias Mutter gesehen. Und dann meinte sie so, hallo. Und wir so, hallo. Ach nee, warte, nee, es ist ja nur passiert, weil wir ein Foto geschickt haben. Ja, ja. Ich habe ein Foto gemacht vor der Haustür. Natürlich nicht gepostet, sondern ich habe es denen geschickt, damit die so wissen, dass wir da sind. Und dann, ja, ich glaube, sie hat bestimmt eurer Mutter Bescheid gesagt, gell? Ja, und dann kam die Mutter aber raus und war so, hallo, wissen die, dass wir jetzt hier sind? Also, dass nein, wir genau. Das wissen sie nicht. Okay. Weil jetzt sagt die Mutter, dass sie uns nicht gefunden hat, weil jetzt sind wir hier im Partykeller. Und sie sagt jetzt, sie hat uns nicht gefunden. Und jetzt sind wir dann aber da. Ist ja so, ist, ich hoffe, die merken das nicht. Ich hoffe auch, dass sie das nicht checken. Ich finde das so los. Es ist so eine richtige spontane Idee. Ja, und jetzt müssten die echt gleich kommen. The party light is going on. Da sind sie, da ist ein Auto gewesen. Oh mein Gott, Leute. Wir dürfen hier nicht so sitzen, oder? Wir müssen uns dann wieder abziehen. Ja, schon. Du sitzt nur hier, okay? Oh Gott, da sind sie. Oh Gott, wir müssen uns ducken. Da sind sie, ich sehe das Auto. Wenn die uns sehen, kann ich die Schale sehen, man sieht da ein bisschen. Ja, mach mal, geh, duck dich mal. Duckt euch. Duckt euch. Aber die sehen auch nichts. Duckt euch, ja, aber die dürfen ja nicht sehen, dass ich jetzt was bewege. Zu chillen. Ja.
Könnt ihr die nicht wegwerfen? Nee. Coole Jacke, Luisa Loops. Und dann... Okay, keiner reagiert. Luisa Loops! Was? Coole Jacke, Luisa Loops! Ja. Cooles Top. Ja, und cooles Top auch. Ich habe auch noch den Cardigan und... Nee, das andere habe ich nicht. Das T-Shirt hast du noch mit. Das T-Shirt, das hatte ich vorhin noch. Ja, warte, wir haben noch zwei Follower. Okay, wir gehen jetzt zu den Hühnern. Und dann, wir haben gerade rausgefunden, wir sind 5 Mädchen. Wir sind einfach die wilden Hühner. Mein Kindheitstraum geht gerade in Erfüllung, okay? Los, los. Nochmal. 1, 2, 1. Warte, wir machen gleich noch. Wir machen mal so, als würden wir tanzen. Ja, also, wir tanzen mit den Bechern. Wir, okay, wir tun jetzt so. So American Film-like. Ja. Yes. Ich hab's geschafft. Glück 1, 2, 3. Mit den Getränken. Tanz aus. Hast du Angst, recht zu werden mit deinen Prada-Schuhen? Ja, Mann, ich so war. So, ich bin wieder back zu Hause seit ein paar Tagen. Und es war richtig, richtig schön. Ich war jetzt zwar nur kurz bei Jan, aber ich musste wegen ein paar Arbeitssachen wieder nach Hause fahren. Und ja, ich liebe auch Jans Mutter und das war einfach irgendwie... Also ich werde definitiv jetzt mal öfter Jan besuchen, dann auch mal für eine längere Zeit. Und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt richtig mitbekommen habt, aber wir haben ja spontan Follower von mir besucht, die mir so geschrieben haben, ey, wir sind in der Nähe von Mannheim. Und... keine Ahnung, war das so eine Schnapsidee? Dann dachten wir so, let's besuch them. Und die haben sich mega krass gefreut. Und ich weiß nicht, vielleicht zeigt euch das auch ein bisschen so, dass ihr mir wirklich so unnormal wichtig seid. Also würde sehr, sehr viel für euch tun. Und gerade so aktive Follower wie Fanpages und so, gerade denen versuche ich auch viel zurückzugeben. Aber generell jedem aktiven Follower. Also ich glaube, die aktivsten von euch, die sehen das auch immer, dass ich viel mit euch schreibe, viel mich mit euch austausche. Und dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass ich ja auch mal mich mit euch treffe oder... Ja, genau. Ich will da halt, also ich mache daraus ja nie so riesen Dinge. Also ich habe es ja schon öfter gemacht in der Vergangenheit. Aber cool, dass ich das jetzt hier in diesem Vlog integrieren konnte. Es war auf jeden Fall richtig, richtig schön. Es hat meiner Seele richtig gut getan. Und jetzt mache ich gerade, ich packe ein Geschenk für meine Schwester ein. Der Geburtstag wird nach, also der wird, das Video wird danach online kommen. Ich teile das jetzt extra so, damit sie es dann halt natürlich nicht mitbekommt, weil Anne und ich hatten eine Idee. In diesem Schrankabteil lagere ich immer so meine ganzen Geschenke. Soll ich mal kurz gucken, wo das ist? Auf jeden Fall schenke ich ihr eine Switch. Ich weiß, ich bin Schwester, Award of the Year. Ich schenke ihr eine Switch und wir haben früher immer unnormal gerne Animal Crossing gesuchtet. Und deswegen, nicht Animal Crossing, also das auch, aber Harvest Moon. Und es gibt sowas, das heißt Story of Seasons oder so. Das hat sie irgendwie entdeckt. Dann meinte sie so, boah, das gibt's, du hast doch eine Switch, lass das mal runterladen. Und wir haben es irgendwie nie gemacht. Und letztens war Anne da, also jetzt kommt nämlich der Plot, weil ich schenke ihr nur die Switch. Und Anne war letztens nämlich da mit meiner Schwester und dann haben wir da so darüber geredet. Und meine Schwester hat halt nicht gesagt, dass sie keine Switch hat. Sie hat einfach nur gesagt, ja, das Spiel ist voll cool und ich will das haben und bla 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 bla. Und jetzt machen wir es so, dass Anne ist auch auf den Geburtstag eingeladen, dass Anne und ich halt auf den Geburtstag gehen und Anne gibt zuerst ihr Geschenk und gibt dann dieses Spiel. Und dann wird meine Schwester ja in dieser Situation sein, dass sie sich, also ich liebe sowas, ne? Sie muss sich halt, also sie wird so sein, dass sie sich freuen wird, aber es wird ihr voll unangenehm sein, weil sie ja keine Switch hat. Sie wird dann so sagen, oh nein, ich wollte zwar das Spiel haben, aber ich habe doch noch gar keine Switch und so. Und ich freue mich so auf diesen Moment, ich liebe es Leute, bei sowas dann so, dann komme ich aus der Ecke und sage, haha, aber jetzt hast du eine, wisst ihr, so wollen wir es auf jeden Fall machen. Ich hoffe, dass das klappt, dass die Reaktion auch lustig ist. Vielleicht werde ich die in der Story aufnehmen oder auf TikTok. Also folgt mir auf jeden Fall auf TikTok und auf Instagram. So, jetzt suche ich die Switch und ich wollte euch, also bevor ich sie jetzt finde, ich wollte euch noch mein Geschenkpapier zeigen. Ich habe das ja mal damals bei diesen St. Moments gemacht und das ist das wunderschöne Geschenkpapier. Das habe ich euch nicht gezeigt. Ich habe ja nur die Schubi-Bilder gezeigt. Ich habe noch hier für meine Schwester ein super schönes Foto ausgedruckt und das ist das Geschenkpapier, in dem ihr Geschenk eingepackt wird. Yes! Parallel, hier habe ich ja gerade eingepackt, habe ich mir hier gerade Milchreis gemacht. Der zieht jetzt hier noch. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen mehr an. Okay, ich hatte gerade irgendwie so krass Bock darauf. Casual Handstand. Musik.